Willkommen zu diesem Beta-Fazit vor Modern Warfare Wochenende 2. Ich habe hier im Hintergrund jetzt mal nachkommentiert, also ich kommentiere das Ganze hier nach, damit ich mich mehr auf das konzentrieren kann, was ich sage. Das Video wird auch natürlich über 10 Minuten gehen, weil, ja, sonst wird das nicht auf YouTube so richtig gematcht, ne? Ihr wisst Bescheid, der Algorithmus und so, das ist alles ein bisschen kacke, sonst wäre es deutlich kürzer, glaube ich. Aber wir fangen einfach mal an. Und zwar mit den ganzen Pros, denn da hat sich nicht viel getan. Der 2 gegen 2 Modus ist immer noch geil, die Maps sind immer noch geil, die Waffen sind auch geil. Ich wollte gerade hier was zeigen, aber es geht ja nicht. Ich spiele nämlich gerade im Hintergrund die Odin. Und die Odin ist eigentlich eine starke Waffe, aber sehr langsam. Man muss mit der, glaube ich, ein bisschen langsamer spielen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, deswegen wird das Gameplay auch nicht ganz so geil werden. Aber immerhin bin ich noch positiv gegangen. Na, im Piep-Gameplay wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber ist auch egal. Die Farmers habe ich auch schon im Stream gespielt und alles Mögliche. Ist auch eine gute Waffe. Für manche mal echt unbrauchbar, sage ich jetzt mal. Also für einen Cyberangriff zum Beispiel ist die nicht so gut. Da habe ich auch eine Folge aufgenommen. Die ist auch nicht ganz so geil, aber die ist besser als das, was ich in der ersten Folge hatte. Und für den Bodenkrieg-Modus ist die jetzt auch nicht der Burner. Und da kommen wir jetzt nämlich zum neuen Pro-Punkt, und zwar Bodenkrieg. Bodenkrieg ist nämlich ein Modus, der 32 gegen 32 vereint, wie Battlefield halt, also 64-Mann-Server auf einer großen Map. Die ist wirklich relativ groß und auch sehr, sehr verwinkelt. Die Häuser sind sehr vierschichtig, mehretagig und so weiter und so fort. Die Panzer fahren sich auch gut. Die Quads fahren sich nicht so geil, aber das kann man ja alles noch justieren. Das ist jetzt nicht so wild. Man kann damit fahren, aber es ist nicht so perfekt wie ein Battlefield, sage ich jetzt mal. Man muss es damit vergleichen, weil es kommt schon relativ nah dran. Denn man muss 5 Flaggen einnehmen. Und wer die meisten Flaggen hat, der kriegt Punkte. Das ist zwar anders als bei Battlefield, denn da zählen trotzdem, glaube ich, die Kills. Oder? War das da so? Nee. Verdammt, war das bei Feuerschaft? War das mit den Kills, ne? Ich glaube ja. Gut, da verwechsel ich gerade was. Auf jeden Fall, je mehr Flaggen wie bei Herrschaft, desto mehr Punkte kriegt man. Panzer gehen auch durch normale Waffen kaputt. Dauert natürlich extrem lange, weil es ist ein Panzer. Und gerade geht ein Kind raus in Riot, alles klar. Aber es geht. Und deswegen finde ich das auch sehr gut. Natürlich hat man Raketenwerfer mit im Gepäck. Dann gehen die Panzer, glaube ich, schon mit One-Shot kaputt. Denn die Panzer sind an sich sehr stark. Und holy shit, sind die Kinder draußen laut. Lol. Naja. Also Bodenkrieg mag ich. Der einzige Negativpunkt am Bodenkrieg, es gibt nämlich Pro und Contra. Pro, der Spielmodus allgemein. Contra. Es sind verdammt viele Sniper unterwegs. Also ich snipe auch sehr gerne in dem Modus, weil es bietet sich halt einfach an, auf eine große Distanz gut zu snipen. Ne? Es bietet sich an. Es ist dafür auch ein bisschen gemacht. Aber irgendwie ist das halt bei COD nervig, weil bei Battlefield beispielsweise musst du halt berechnen, wo die Patrone hinfliegt und so weiter. Wind spielt auch manchmal eine Rolle, ne? Gerade bei Battlefield 4 weiß ich das noch, dass Wind auch eine Rolle spielte, so teilweise. Und bei COD halt nicht. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber ich hatte auch sehr, sehr gute Runden. Gerade die erste Bodenkrieg-Runde, die ich und Julia im Stream gespielt haben, die war absolut köstlich. Die war richtig. Da waren aber auch noch nicht so viele Sniper unterwegs. Da waren die Spots noch nicht so ausgekundschaftet. Leider. Apropos Auskundschaften. Perfekter Übergang. Pro. Der Perk Kundschafter. Kundschafter ist ein Perk, der ist so ähnlich oder der ist gleichzusetzen mit dem Perk aus Bio. Aus der Black Ops-Reihe, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Taktik-Sicht? Taktische Sicht? Irgendwie so, keine Ahnung. Du kannst nämlich Ausrüstung durch Wände sehen. Also sowas wie Claymores oder auch Punkteserien durch Wände sehen, wie zum Beispiel ein Wilson, zu dem wir auch gleich kommen. Oder auch, ja, was war das andere? Ausrüstung an sich, halt diese Munitionsboxen von Gegnern und so weiter und so fort. Finde ich ziemlich cool, weil der Perk, der hat mir gefehlt. Und dass der über Geist ist, finde ich ein bisschen schwach. Also Geist sollte ein Level 50 Perk werden oder Level 45 so in dem Bereich, aber nicht Level 13. Und dann Kundschafter als Level, ich glaube, 28 ist schon ein bisschen, ne? Das Balancing, das ist nicht wirklich da zwischen den Perks. Aber der Perk ist richtig geil. Der macht Spaß zu spielen, weil man dann halt endlich mal nicht durch sinnlose Claymores stirbt. Und was ich auch noch sagen muss, es gibt noch andere Punkteserien, weil ich habe als Kontrapunkt im letzten Video sinnlose Streaks. Die Streaks, wie der Wilson,
sind nicht OP, aber sie sind geil. Ja, also ich finde, das Streak-System, es macht das Spiel nicht kaputt. Bei BO3, wenn ich daran denke, der Geist und die Raps und so weiter, das hat das Spiel für mich irgendwann kaputt gemacht. Die Maps waren irgendwann unspielbar, weil du reingekommen bist, nachgejoint bist und auf einmal waren dann nur Raps zu sehen. Absolut ekelhaft. Und hier habe ich das Gefühl, der Juggernaut, klar, der hält viel aus, gegen den habe ich auch schon gekämpft, aber braucht halt auch 15 Kills, ne? Das ist halt auch eine Hausnummer. Also eigentlich eine Hausnummer, ne? Weil du kannst halt die Kills nicht mit Streaks machen. Wenn du jetzt einen Helikopter hast ab 10 Kills und hast 5 Kills mit dem Helikopter gemacht, zählt das nicht. Du brauchst halt 15 Kills. Und das Kampfflugzeug, muss ich sagen, habe ich noch nicht gesehen. Also doch habe ich. Das ist halt, ja, ich sag jetzt mal nicht OP, aber ist okay, finde ich. Es ist halt nichts, wo du sie sagst, boah, da will ich jetzt aus der Lobby raus. Gibt es einfach nicht. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Konterdrohne gab es auch. Die wurde dann natürlich auch sehr krass benutzt. Aber auch hier wieder, entweder du hast halt eine Drohne dabei oder die Konterdrohne. Du kannst nicht beides nehmen. Und das finde ich halt auch sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein Streak-Balancing, was ich mir wünsche. Das ist echt geil gemacht. Und deswegen ist der Kontrapunkt raus. Ein ganz, ganz großer Kontrapunkt, der mir jetzt gerade so ins Gesicht fällt, weil ihr seht das nicht, ich bin gerade im Menü, aber ne, ich nehme halt nur für Stimme auf. Spezialmunitionsgeschosse. Das ist eine langsame Feldausrüstung, also die lädt sich langsam auf, wie die Aufklärungsdrohne, aber ist absolut nutzlos. Also ich habe das Gefühl, ich mache vielleicht 5 HP mehr Schaden oder so. Also finde ich jetzt nicht wirklich geil, muss ich sagen. Ich freue mich halt noch auf Totenstille und vor allem auch auf den Taktikeinstieg später. Das sind nämlich die zwei Feldausrüstungen, die ich wahrscheinlich immer dabei haben werde. Aber Spezialmunitionsgeschosse, ich finde es gut, dass es nicht OP ist. Aber ich meine, du hast ein Magazin damit. Wenn du jetzt die Oden spielst, so wie ich, ihr habt doch die Spezialmunitionsgeschosse jetzt wahrscheinlich schon im Video gesehen, weil ich habe die da benutzt. Die machen zwar mehr Schaden, aber wenn du stirbst und wenn das Magazin leer ist, ist halt Ende im Gelände. Also so krass finde ich das jetzt nicht. Und noch ein ganz großer Pluspunkt, was ja viele anscheinend nicht gecheckt haben, leider Gottes. Es gibt nämlich einen Perk, der auch mit reingekommen ist. Der ist Abschusskette. Damit kannst du quasi, wenn du eine Drohne hast und man weiß ja, wenn man 15 Kills hat und man will aber immer wieder eine Drohne haben, geht das nicht. Du musst halt sterben für eine weitere Drohne. Mit Abschusskette ist das behoben. Das heißt, wenn du bis zu 10 Kills oder so Punkteserien hast, dann geht es wieder von vorne los und kannst in deinem Leben so viele Drohnen erspielen, wie du willst. Das ist der Perk. Und dass der weit oben ist, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Aber dass der übergeist ist, ist natürlich mal wieder so ein bisschen, ne, bisschen komisch, muss ich sagen. Aber an sich geil, dass es diesen Perk gibt. Finde ich echt gut. Und auch noch einen Perk, den ich geil finde. Ich glaube aber, den konnte man schon in der letzten Beta spielen, bin ich der Meinung. Ich weiß es aber nicht. Ist KRD. KRD ist ein Perk im ersten Extra-Bereich. Damit kann man nämlich feindliche Claymores, Nährungsminen und C4 hacken. Bei C4 ist ein bisschen kritisch, aber bei Claymores zum Beispiel habe ich das schon gemacht. Du stellst dich halt vorne Claymore hin, also nicht wo der Sensor rausgeht, sondern dahinter halt. Hältst Viereck gedrückt und dann hackt er die. Dann ist das deine Claymore für euer Team. Und das haben viele, glaube ich, gar nicht benutzt, das Perk. Ich glaube, viele haben das gar nicht gecheckt, dass es das gibt. Aber ich werde das auf jeden Fall sehr oft benutzen, mit Plünderer zusammen. Beides sehr gute Perks. Kaltblütig natürlich auch, aber noch nicht so wichtig, finde ich. Und ja, an sich war es das jetzt auch eigentlich schon. Habe ich noch irgendeinen krassen Negativpunkt? Ich glaube tatsächlich nicht. Also, alles in allem war die Beta für mich absolutes Fest. War eines der besten CODs der letzten Jahre oder ist eines der besten COD-Betas auch gewesen der letzten Jahre. Die BO3-Beta war so die erste, die richtig rausgekommen ist. Die war geil, hat auch Spaß gemacht. Ich habe über 40 Folgen damit aufgenommen, also ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall. Trotzdem finde ich die MW-Beta besser, weil wir einen tieferen Einblick bekommen haben als zur BO3-Beta. Wir wissen jetzt, wie die ganzen Modi funktionieren. Nachtmodus, der Realismusmodus, der Bodenkriegmodus, alles Mögliche. Wir wissen, wie die Aufrüstungen, sorry, funktionieren. Wir wissen, wie die meisten Killstreaks funktionieren. Die einzigen, die wir nicht kennen, sind Vorräte, Cluster Charge, Infanteriepanzer, Notfallabwurf und verbesserte Drohne. Das sind fünf Perks, fünf Streaks, die wir nicht kennen. Infanteriepanzer, ganz ehrlich, hat man auch auf der Map gespielt, also auf der Bodenkrieg-Map. Von daher wissen wir eigentlich auch, wie der funktioniert.
Also einen ziemlich großen und guten Eindruck hat die Beta hinterlassen und ich freue mich darauf, das Vollspiel zu spielen. Und ja, es dauert einen Monat, aber den werden wir schon irgendwie überbrücken. Das war's mit mir, mit dem Video. Haut rein und tschüss.